Hallo Musti, 16 Regionalligaspiele sind jetzt absolviert. Die Kickers haben 32 Punkte gesammelt und stehen nach dem intensiven und spannenden Auswärtsspiel in Freiberg und den drei Auswärtszählern weiter auf dem ersten Tabellenplatz. Was macht euch aktuell so stark? Ja, das eine ist natürlich die Stabilität, die wir haben. Ja, wir sind eine sehr, sehr homogene Truppe und auch an schlechten Tagen oder an nicht so guten Tagen erreichen wir immer ein gewisses Niveau bisher, ja, was uns sehr gut gelingt. Was natürlich dazu kommt, wir haben jetzt auch Spiele gehabt. Natürlich, wir haben definitiv verdient gewonnen, auch in Freiberg, aber Spielglück ist dann auch immer wieder auf unserer Seite, ja, wo es in beide Richtungen gehen kann. Wir haben jetzt auch einige Spiele gehabt, wo dann unentschieden ausgehen, ja, wo man gewinnen kann, aber auch verlieren kann. Jetzt in Freiberg kriegt man das 1-0 dann mehr oder weniger geschenkt, ja, zum super Zeitpunkt. Und das spielt uns voll in die Karten. Ja, aber es ist alles erzwungen, das ist auch erarbeitet, auch das Spielglück muss man sich erarbeiten. Und da ist man gerade, ja. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf, aber wie gesagt, wir genießen es, aber ruhen uns deshalb nicht aus. 8 Spiele sind die Blauen jetzt in der Liga ungeschlagen und es kommt zum wiederholten Mal zu einem Spitzenspiel. Der Tabellendritte aus Homburg kommt auf die Waldau. Die Saarländer haben im DFB-Pokal für Furore gesorgt und stehen in der dritten Runde. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, es ist mit einer der Top-Mannschaften, wo man gesagt hat, okay, vor der Saison, Homburg, Steinbach, Offenbach, die werden das Ding unter sich ausmachen. Homburg ist da jetzt aktuell einfach voll im Flow auch drin, ja, hat jetzt auch eine geile Serie und stehen auch zurecht da. Also diese Qualität, die sie haben, ist schon enorm. Das wissen wir und ich habe es auch schon gesagt, die Homburger sind jetzt gefühlt haben sie keine Top-Hinrunde gespielt, können aber am Wochenende mit dem Sieg als Hausmeister dastehen. Und das zeigt schon die Qualität. Obwohl sie nicht top performt haben am Anfang, stehen sie ganz vorne. Ja. Und jetzt können wir uns ja ausdenken, was passiert, wenn sie wirklich top performen und die Stabilität drin haben. Aber das schreckt uns nicht ab. Wir wollen mutig bleiben, wir wollen unser Ding durchziehen. Ich denke, wir wollen wieder ein unbequemer Gegner sein. Ja. Ein ungemütlicher Gegner sein. Und wenn wir das schaffen, wird es ein spannendes Spiel. Homburg musste jetzt am letzten Mittwoch im saarländischen Verbandspokal ran. Die Kickers hatten das Spiel schon eine Woche vorher. Ein Vorteil für uns? Nee, weil sie komplett rotiert haben. Also es ist kein Vorteil. Da haben sie ja wirklich mit einer Mannschaft gespielt, die so nie zusammenspielt und werden auch ausgeruht sein gegen uns jetzt. Und daher, wie gesagt, erwarten wir zwei Mannschaften voller Energie, voller Frische und die dann ja alles geben werden. Wie gesagt, da können sich die Zuschauer drauf freuen. Sperren und Verletzungen haben euch in den vergangenen Spielen immer wieder gezwungen umzustellen. Aber auch taktische Überlegungen haben die Starter immer wieder verändert. Wie geht ihr innerhalb der Mannschaft damit um? Sehr offen, sehr transparent. Wir sprechen über die Themen. Wir nehmen die Mannschaft mit rein, ja, in diese Gespräche, damit sie sich auch wohlfühlt. Wir wollen nicht, dass die Mannschaft Sachen macht, weil wir es einfach nur vorgeben, sondern wir wollen, dass die Mannschaft überzeugt ist von dem, was wir tun. Egal welche Umstellungen, egal welche taktische Vorrichtungen, egal welche personelle Entscheidung. Wir wollen einfach diese volle Überzeugung. Ja? Und die geht nur, wenn man gemeinsam an einen Plan glaubt, wenn man gemeinsam von einem Plan überzeugt ist. Und daher machen wir das alles gemeinsam mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft zusammen. Und wenn es mal nicht klappt, dann sagen wir auch alle, okay, jetzt müssen wir was ändern. Sind auch nicht zu schade und auch nicht zu vorsichtig, dann ändern wir was. Dann treffen wir diese Entscheidung aus Überzeugung und daher, wie gesagt, ich denke, da sind wir dann auf einem guten Weg. Rui Campagna fehlt jetzt dieses Mal aufgrund seiner 5. gelben Karte. Was gibt es sonst für personelle Geschichten? Ja, nach wie vor fehlt uns natürlich in der Kette Marcel Schmitz. Wir haben da, wie gesagt, diese Woche hat es auch nicht gereicht. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt nächste Woche ist. Also personell ändert sich nichts zur letzten Woche, außer dass jetzt die Campagna ausfällt, was uns sehr schmerzt. Aber das ist wieder eine Chance für den nächsten Spieler zu zeigen, was er drauf hat. Und daher gehen wir mit den Rückschlägen sehr gut um. Klar, wir können es nicht 1-1 kompensieren, vor allem in solchen Spielen. Da wäre seine Erfahrung sehr wichtig, seiner Art und Weise. Aber auch andere Spieler müssen dann zeigen, dass sie zu Recht da sind, zu Recht bei den Kickers spielen. Und diese tolle Chance wird dann auch der Nächste nutzen wollen und ihn dann auch würdig vertreten. Am Sonntag ist es für dich persönlich ein ganz besonderes Spiel. Dein 100. Pflichtspiel als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Pokalspiele, Aufstiegsspiele, Ligaspiele. An welche Partie oder Partien erinnerst du dich persönlich am meisten? Es gab sehr viele tolle Partien. Also ich möchte da kein einziges rausnehmen. Jedes Spiel ist besonders, auch Spiele, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, jetzt Offenbach und alles. Ja, diese Spiele waren enorm emotional, aber
ich bin einfach sehr gerne mit dieser Mannschaft unterwegs. Ich bin sehr gerne Trainer dieser Mannschaft und da macht mir jedes Training und jedes Spiel besonders Spaß. Ja? Und wir durften jetzt bisher tolle Momente erleben, ja? Auch Rückschläge zusammen erleben und daraus gestärkt vorgehen. Aber wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht das eine Spiel, sondern einfach diese Arbeit und auch das 100. Spiel ist gut, ist schön. Aber es soll jetzt auch nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt steht die Mannschaft, da stehen unsere Fans, da steht der Verein und nicht mein 100. Spiel. Und daher, wie gesagt, bin ich Teil des Ganzen und mache das sehr gerne. Jetzt am Sonntag habt ihr als Aufsteiger die Möglichkeit, Herbstmeister zu werden. Ist das ein Thema für dich? Wie gehst du damit um? Für mich gar kein Thema, auch für die Mannschaft nicht, weil wir einfach danach noch vier schwere Spiele haben. Und Mit dem Titel jetzt Hausmeister zu sein oder nicht, das ist für uns, deshalb sind wir jetzt nicht motivierter. Wir werden gegen Homburg so oder so motiviert sein, egal ob man der Hausmeister werden kann oder nicht. Und die Mannschaft wird sich zerreißen, definitiv. Und die Hausmeisterschaft ist da so ein Nebeneffekt, ja. Aber wie gesagt, ist für uns jetzt nicht relevant. Sonntag, 14 Uhr, Gassi-Stadion auf der Waldau. Wir drücken dir die Daumen und wünschen dir ganz viel Glück für dein Jubiläumsspiel. Vielen Dank. Danke, Musti. Danke. David Breik ist heute bei uns. David, du bist jetzt in deiner fünften Spielzeit bei uns hier bei den Kickers. Zuvor hast du mit den Spatzen aber auch schon mehrfach gegen Homburg gespielt. Mhm. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, meistens nicht ganz so gute. Ich glaube, viele Punkte hat es nicht gegeben damals. Aber deswegen ist es ja schön, dass morgen wieder ein neues Spiel ist, um das endlich mal anders zu gestalten und mal zu gewinnen gegen Homburg. Die Hälfte der Spiele in der laufenden Spielrunde hast du jetzt verletzungsbedingt nicht bestreiten können. Im Verbandspokalspiel in Backnang hast du dich schon warm gemacht und musstest dann kurzfristig passen. Und umso schöner war es dann in Freiberg eingewechselt zu werden und das Tor zu erzielen. Erzähl doch mal so, wie der bisherige Saisonverlauf für dich gewesen ist. Ja, eigentlich sehr gut reingekommen, wie wir alle in die Runde. Das Kassel-Spiel hat dann natürlich mit meinem Sprunggelenk hatte ich dann arge Probleme und das hat sich dann so durchgezogen mit dem Faserriss. Also richtige Seuche am Fuß gehabt dann. Natürlich war das ein mega geiles Gefühl. Am Wochenende erstmal mit dem 2-0 wusste man, wir haben den Sieg in der Tasche. Und für mich natürlich war es auch eine Scheißzeit, einfach eine harte Zeit, wieder nur zuzuschauen und im Kraftraum zu trainieren und Reha-Training und so weiter. Das macht nie Spaß. Und deswegen umso schöner, jetzt wieder zurück zu sein und ja, hab richtig Bock und Energie jetzt noch bis zur Winterpause Vollgas zu geben. Du bist jetzt 32 Jahre alt und hast neben dem Fußball auch dein berufliches Standbein. Was machst du denn genau? Ja, ich arbeite halbtags, also 20 Stunden noch nebenher vom Fußball. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und arbeite da jetzt gerade bei der Firma Deloitte. Bin da so im Bereich Forensik tätig, mache da viele Controlling-Themen, Projektmanagement, so in der Richtung. Tut mir ganz gut, so bekommt man einfach einen Rhythmus in den Alltag rein. Steht vielleicht nicht erst um 10 auf, sondern 7.30 Uhr, 7 Uhr. Und das tut mir einfach gut, habe meine Abläufe. Und ja, wie du gesagt hast, 32, ich fühle mich zwar schon noch knackig, das geht schon noch, aber ja, man muss schon noch schauen, einfach, was nach dem Fußball passiert. Wir werden einfach in den Ligen nicht so fett, was Kohle angeht. Und ja, von dem her bin ich da zufrieden, wie das da läuft. Jetzt arbeite ich auch 4 Jahre schon nebenher. Deswegen, das sieht ganz gut aus für danach. Aber ein paar Jährchen soll es schon noch geben hier bei den Blauen. Auf alle Fälle. Die Kickers bestreiten jetzt in dieser Saison erstmals sonntags ein Heimspiel auf der Waldau. Thema Rhythmus, wie gehst du damit um? Ja, Sonntag gefällt mir allgemein gar nicht. Das ist für mich einfach ein Tag zum Entspannen. Einfach mal Seele baumeln lassen. Das ganze Wochenende ist irgendwie auch kaputt, weil man konzentriert sich ja natürlich auch auf das Spiel, bereitet sich Freitag, Samstag schon darauf einfach vor. Am geilsten ist natürlich Freitagabendspiel, da hat man dann auch, sag ich mal, mehr. Am Wochenende kann auch mal nach Hause fahren, Familie besuchen oder sowas. Aber es ändert sich eigentlich nicht viel mehr, außer dass halt nochmal ein Trainingstag nochmal mehr dazu kommt vor dem Spiel. Wir haben jetzt heute auch wieder ein sehr gutes Abschlusstraining gemacht und ja, haben richtig Bock, morgen richtig einen rauszuballern gegen Homburg. Und dann freuen wir uns auf ein volles Stadion und auf unsere Fans. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wäre geil, wenn dann ähnlich viele kommen wie die letzten Heimspiele. Ist echt der Wahnsinn, was momentan bei uns eintrudelt auf der Waldau. Da macht es auch, sage ich, jedem so
es macht einfach unfassbar viel Spaß und macht auch einen stolz, dann da auf den Platz zu laufen und ja, einfach wieder alles rauszuhauen. Die Fans tolerieren das momentan auch, honorieren das, dass wir einfach das Herz auf dem Platz lassen und das bekommen wir auch zurück. Und von dem her, kommt alle morgen auf die Waldau und lasst uns gemeinsam die Tabellenführung verteidigen. Sonntag, 14 Uhr, Gassi schalten auf der Waldau. So sieht's aus. Danke, David. Ja, auf die Blaue.